Wir Lebensunternehmer arbeiten in einem Internetunternehmen, das über sehr flache Hierarchien organisiert wird. Die Geschäftsführung wird von uns demokratisch gewählt. Es geht darum, die gemeinsamen Ziele zu erreichen, nicht um persönliche Eitelkeiten und Sympathien. Wir werden nicht mit Geld zu mehr Leistung motiviert, sondern mit allem, was unseren Sinn und die Freude bei der Arbeit vermehrt. Alle sind sehr motiviert dabei, weil unsere Herzen durch unsere gemeinsamen Ziele und die Vision verbunden sind. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir alle in etwa gleich viel Geld verdienen. Die mit den komplexeren und verantwortungsvolleren Aufgaben verdienen etwas mehr. Das höchste Gehalt darf aber nicht mehr als dreimal so hoch sein wie das niedrigste. Jeder bekommt bei uns möglichst die Aufgaben, die auch zu seinen Neigungen und Fähigkeiten passen. Jeder soll so sein, wie er wirklich ist. Denn wir haben erkannt, dass der ganz individuelle Beitrag des Einzelnen besonders wertvoll für unseren Gesamterfolg ist. Unser Computer mit Internetzugang ist im Grunde unser mobiles Büro, von dem aus wir von zu Hause aus mitarbeiten. Wir können unsere Genossenschaft auf vielfältige Weise mitgestalten. Open Innovation. Im Rahmen von Online-Generalversammlungen und mit Hilfe spezieller Diskussionstools kann ich bei geschäftspolitischen Fragen mitbestimmen. Alle können von der Vielfalt der Erfahrungen und Erkenntnisse jedes Einzelnen profitieren, während früher in den Hierarchien viele gute Ideen einfach verloren gingen, beispielsweise weil sie wegen fehlender Motivation, Dienst nach Vorschrift, nicht mitgeteilt oder schlicht ohne sinnvolle Begründung von oben herab abgeschmettert wurden. Wir Lebensunternehmer sind immer auf der Suche nach fairen Partnern, mit denen wir durch eine sinnvolle Kooperation stärker und besser werden. Wir finanzieren uns jetzt am Anfang, bis wir kostendeckend arbeiten können, über Crowdfunding-Kampagnen und informieren unsere sozialen Netzwerke über diese und weitere Kampagnen. Statt auf teure Werbung setzen wir auf die Aktiven im Netzwerk. Crowdmarketing, die Freunde und Bekannte informieren, Flyer verteilen und in ihren Online-Netzwerken werben. Wir besitzen Geschäftsanteile an der Genossenschaft. Diese sind ab 50 Euro zu haben und sind auf 200 Anteile, 10.000 Euro begrenzt, damit einzelne Mitglieder nicht zu viel Macht erhalten. Als Teilhaber unserer Genossenschaft sind wir an den Gewinnen, aber auch an den Verlusten beteiligt. Wir bekommen regelmäßig eine Übersicht über wichtige Daten, etwa die Einnahmen, die Ausgaben und das Budget. Alles ist sehr transparent. Wir können genau nachvollziehen, was abläuft. Wir können sogar das Genossenschaftsbankkonto über das Open Bank Project online einsehen. Wenn wir Gewinne machen, werden sie an viele verteilt. Ein Viertel geht an die Mitglieder, ein Viertel an alle, die sich für die Gründung einsetzen. Ein weiteres Viertel wird gespendet und das letzte Viertel wird für die Weiterentwicklung des Unternehmens eingesetzt. Anders als bei den AGs haben wir eine Stimme, deren Gewicht unabhängig von der Menge der Geschäftsanteile ist. Großinvestoren haben also nicht mehr zu sagen als Kleininvestoren. Insgesamt ist alles darauf ausgerichtet, dass sich das Unternehmen im Sinne aller Mitglieder weiterentwickelt. Möchtest du mehr darüber erfahren? Dann besuche doch meine Website